riesengroße Flasche. Soll ich sie einmal holen? Ich zeige sie euch einmal nochmal. Ne? Muss ich mehr dazu sagen? Ich habe mir halt gedacht, go big or go home. Und wenn das ein guter Entferner ist, habt ihr auch was davon? Hallo meine Lieben und ganz, ganz herzlich willkommen zu dem Update von dem M-Lack. Heute werden wir das Ganze zusammen entfernen. Und wer gut aufgepasst hat, wird sehen, dass mein letztes Video gar nicht so lange her ist. Ne? Und das bedeutet nicht, dass er jetzt gar nicht gut gehalten hat. Ich habe das Ganze vorgedreht. Das war also letzte Woche der erste Teil. Und diese Woche kommt der nächste Teil, also habe ich das Ganze über eine knappe Woche getragen. Warum ich mich dann dazu entschieden habe, das zu entfernen, werdet ihr gleich in den Nahaufnahmen sehen. Und dann würde ich sagen, Premiere für ein sehr kurzes Intro. Es geht direkt einmal los. Also herzlich willkommen zurück in der Nahaufnahme und wie ihr sehen könnt, seht ihr gar nicht viel. Also der Lack ist noch an allen Fingernägeln drauf, finde ich sehr, sehr gut und ich bin auch so ein bisschen traurig, dass ich ihn vielleicht nicht perfekter aufgetragen habe. Das sehe ich halt, wenn ich die Hand zur Seite drehe, dann geht es doch ziemlich dick hier unten raus. Da ist definitiv noch Luft nach oben, was meine Technik angeht, keine Frage. Aber man sieht halt auch schon, dass es rauswächst und ich weiß jetzt nicht, warum ausgerechnet jetzt meine Fingernägel sich denken, jetzt fangen wir mal an schnell zu wachsen, sonst geht das aber sehr langsam. Und plötzlich ist es hier halt wirklich der Fall, eine Woche und die sind halt hier schon echt weit, weit draußen. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie das Entfernen ist und übrigens hat der Lack überall gut gehalten. Aber, kleines Manko meinerseits eigentlich, hier an der Stelle, wo ich halt vorher diese Folie drunter gemacht habe, hier nicht. Und ich hole euch, glaube ich, einmal näher ran, damit ihr besser verstehen könnt, wovon ich rede. Da, hier sieht man es, glaube ich, ganz gut. Da sammelt sich so ein bisschen Fusselkram oder Dreck oder keine Ahnung was. Also ich habe jetzt keine Gartenarbeit oder sowas hinter mir, dann würde es wahrscheinlich schlimmer aussehen. Das sind ganz normale Fusseln und die sind halt da an der Stelle, wo ich halt diese durchsichtige, transparente Folie von Miss Sophies als Kit für den Nagel drauf gemacht habe. Denn wir erinnern uns, ich habe ja hier einen Riss auf der Seite. Ich habe das aber auch hier an dem Ringfinger. Ihr konntet also sehen, dass es an den Rissen nicht so gut gehalten hat durch diese Wraps. Und das ist mir aber auch schon mal aufgefallen. Das ist aber länger her, da hatte ich auch die Wraps. Und dann habe ich da so Fusseln oben an der Nagelkante gesammelt. Ich glaube, in Zukunft würde ich bei den Wraps auch mit zweimal Top Gear drüber gehen. Erst recht an der freien Nagelkante einmal richtig gut ummanteln, beziehungsweise zweimal richtig gut ummanteln. Das ist, glaube ich, nochmal so ein bisschen was, was da gegenspricht gerade aktuell. Ansonsten hat der Lack natürlich super gut gehalten. Und ich habe mich natürlich gefragt, wie lässt sich das Ganze jetzt richtig gut entfernen? Habe mir ja extra diese riesengroße Flasche Nagellackentferner von M-Lack gekauft. Riesengroße Flasche. Soll ich sie einmal holen? Ich zeige sie euch einmal nochmal. Ne? Muss ich mehr dazu sagen? Ich glaube nicht. Aber mir ist halt aufgefallen, hinten beim Lesen, dass gar nicht drauf stand, ob man den Lack vorher anfeilen soll oder nicht. Und ich kenne das natürlich schon von vielen, vielen anderen Lacken. Ja, das muss man machen. Aber wenn es hier nicht drauf steht, habe ich mir von Anfang gedacht, mache ich es erstmal ohne. So, und da ist wirklich so ein bisschen Zeit vergangen. Und das sind auch viele Aufnahmen, die ich aufgenommen habe bei der linken Hand, wo ich das so gemacht habe. Und habe ich mir gedacht, Sabrina, irgendwas kann hier gerade nicht richtig gehen. Habe dann auch mir gedacht, so, oh, es ist spät und jetzt M-Lack bei Instagram anschreiben. Weiß ich nicht, ob da überhaupt eine Antwort kommen würde. Aber wir haben Glück im Unglück gehabt. Ich habe nämlich gefragt, ob man sie jetzt vorher anfeilen soll oder nicht. Und es hieß, ja, kannst du gerne machen, wenn es schneller gehen soll. Konnte ich voll und ganz nachvollziehen und habe mich geärgert, warum ich das nicht von Anfang an so gemacht habe. Weil, ja, kenne ich halt von vielen anderen Lacken auch, habe ich euch ja gerade schon gesagt. Und ganz, ganz liebes Dankeschön nochmal an das M-Lack-Team oder an die Person, die hinter dem Instagram-Account steht. Ich finde das so toll, so eine schnelle Antwort bekommen zu haben. Hat mir in dem Moment wirklich so ein bisschen den Hintern gerettet, weil ich ja mitten am Film war. Und deswegen, also ich will euch wirklich nur die besten Informationen weitergeben und hier euch nicht Quark zeigen. Also das ist Blödsinn. Deswegen habe ich sie dann an der rechten Hand auch angefeilt und damit einwirken lassen. Und die Aufnahmen kriegt ihr dann jetzt einmal zu sehen. Kleines Update und ich bin so froh, dass das auch geklappt hat. Ich habe die Antwort bekommen, man sollte vorher anfeilen, weil dann geht es wesentlich schneller. Ich habe jetzt ja auch bemerkt, es geht auch ohne. Also hier ist, glaube ich, fast so gut wie alles ab, aber das dauert zu lange. Darauf hat keiner Lust. Ich kenne auch euch, ihr würdet sagen, oh, was ist das denn für ein Kram, ne? Kann ich voll verstehen, denke ich mir gerade genauso. Und ich freue mich auf die nächste Hand, wo ich halt direkt anfeile und dann geht es hoffentlich rucki-zucki runter. Das blenden wir einmal aus. Ich mache das auch noch mit Anfeilen, Einwirken und so weiter. Dann machen wir mit der rechten Hand weiter und ich freue mich darauf. Wirklich, jetzt kann es ja nur noch besser werden. Auf ein neues, meine Lieben. Ich freue mich sehr. Ich feile jetzt einmal hier rechts an und gebe mir auch Mühe, wirklich einen Großteil des Lackes runterzunehmen. Das mache ich immer, egal ob das Neo Day oder irgendein anderer Lack ist. Das solltet ihr auch tun, denn
hinterher spart man sich wirklich ganz, ganz viel Zeit. Und ich habe jetzt auch links alles runterbekommen. Hier sieht man noch den letzten Rest, der übrigens ganz schön aussieht. Hier sind nämlich noch die ganzen Glitzerteilchen drin, die in dem Twinny drin sind. Also ist wahrscheinlich so der schönste Staub, den ich jemals hatte. So sieht es also angefeilt aus, so wie es auch sein soll. Und jetzt nehme ich mir einfach wieder meine Wattepads, natürlich auch die Clips, gehe damit auch in den Entferner rein. Und falls ich euch das vorher noch nicht gezeigt habe, der ist zu groß für dieses Bild. Also ganz da oben ist es. Und man kommt nicht so gut jetzt irgendwie mit so einem kleinen Schnipsel natürlich da oben ran. Also die Öffnung ist viel zu riesig. Das bringt das nicht. Da wäre es halt praktischer, und das mache ich glaube ich auch, sich eine leere kleine Nagellackflasche zu nehmen. Also Nagellack-Entfernerflasche. Und dann werde ich wahrscheinlich etwas von dem dort reinfüllen, damit ich dann halt einfach besser daran komme. Und dann habe ich auch den geliebten Pumpkopf. Ansonsten helfe ich mir einmal kurz mit einer Pinzette. Das ist wahrscheinlich sowieso nicht so für den Hausgebrauch gedacht, sich einen Liter zu besorgen, ne? Ich habe mir halt gedacht, go big or go home. Und ich mache ja auch die Videos. Und wenn das ein guter Entferner ist, habt ihr auch was davon. Weil dann kann ich euch nämlich sagen, ob der gut ist oder nicht. 10 Minuten gebe ich dem Ganzen und dann sehen wir uns gleich wieder. Lasst mich einmal schauen, was hier auf dem Nagel passiert. Wenn jetzt 10 Minuten nicht genug waren, aber es tut sich auf jeden Fall schon was. What? Ganze Ecke unten ab. Wartet mal. I'm sorry, ich habe mich auf jeden Fall dazu entschieden, das noch einmal 5 Minuten länger einwirken zu lassen, weil ich dann doch Probleme an der Spitze hatte, und wie es dann weitergeht, seht ihr dann jetzt einmal sofort. Und dann geht es hiermit weiter, der Ringfinger. Und oh, guck mal, das geht im Ganzen runter. Sieht ähnlich aus wie bei Neonail, muss ich sogar sagen. Ach, und hier hatte ich ja auch einmal diesen Wrap drauf, weil ich ja auch den Riss hier drin habe. Hätte ich jetzt fast vergessen. Da, ich glaube gerade das ganze Stück, das abgekommen ist, das ist bestimmt dieser Wrap gewesen. Der Ringfinger ist also ab und ich bin echt super zufrieden. Und ich werde jetzt einmal euch noch kurz für den nächsten Finger mitnehmen. Den Rest mache ich dann... Oh, nee. Wollte gerade sagen, den Rest mache ich dann off-camera, aber hier oben, was ist das denn? Das geht ja komplett ab. Ich mache einmal weiter... Also das kann ich gerade nicht faken oder sonst irgendwie etwas. Also es geht richtig gut ab. Also unbedingt vorher anfeilen. Ich hätte es natürlich besser wissen müssen. Also ich kann euch schon mal sagen, es gefällt mir sehr, sehr gut, auch wie der Nagel darunter aussieht. Dadurch, dass ich ja wirklich versuche, nicht allzu viel Kraft aufzuwenden, fällt mir auch nicht immer leicht. Ne? Man sieht es ja auch vielleicht ab und zu, aber das gefällt mir echt gut. Guckt mal, auch hier, das hat sich alles komplett hier unten gelöst. Geht einfach besser für mich, wenn ich die Hand so halte, habe ich jetzt doch nochmal festgestellt. Und es ist ja Blödsinn, wenn ich mich anstrenge, das so für euch zu filmen und das dann irgendwie auch schlechter abgeht, weil, ne, ich komme da auch nicht überall ran. So sehe ich den gesamten Nagel. Das mache ich so, wenn ich auch auf meinem Sofa sitze und nebenbei die Fingernägel irgendwie abmache. Also das ist halt die Wahrheit und das hier ist das YouTube-Video. Das sind sie jetzt also, nachdem ich alles runterbekommen habe. Und hier links, die Hand sieht schon so ein bisschen entspannter aus, weil sie einfach im Handschuh drin war. Und da ich natürlich auch so ein bisschen geschwitzt habe und so weiter, ist da also schon ein bisschen mehr Feuchtigkeit wieder zurück auf den Nägeln gewesen. Ich werde sie jetzt einmal waschen gehen und vielleicht so ein bisschen die Stellen meiner Nagelhaut bearbeiten, die gar nicht zumutbar aussehen. Und dann werde ich euch gleich nochmal ein kleines Update geben. Hände sind also gewaschen. Da war gerade nur Wasser mit Seife dran. Und jetzt würde ich auch eigentlich mir einmal eine Runde Handcreme gönnen. Ich zeige euch gerne nochmal das Ergebnis dann, weil, also auch jetzt auch davor, ne? Noch aber nichts an den Nägeln und ich finde, die sehen wirklich gut aus. Und natürlich muss da jetzt auch wieder so ein bisschen Feuchtigkeit und Pflege dran. Und da habe ich irgendwie ja immer noch so alte Dinger hier, sowas wie Nagelhautcreme von Rival de Loop oder Rival de Young sogar. Wow. Und das nehme ich dann auch einmal hinzu. Gerne jetzt meinen Fingernägeln so eine kurze Pause. Heute ist schon spät, morgen geht es weiter dann mit den Fingernägeln. Ich drehe weiter Videos und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so recht, was ich denn jetzt ausprobieren, austesten oder darauf machen werde. Das sind sie jetzt also eingecremt. Noch nicht ganz perfekt, aber ich bin noch dabei. Ich werde mir gleich wahrscheinlich noch die Risse in den Ringfingern, die ich ja schon vorher hatte, gleich noch kitten. Nicht, dass die mir noch nachträglich irgendwie einreißen, wenn ich jetzt irgendwie einen Tag ohne Nagellack rumlaufe. Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Ich möchte jetzt erstmal wieder meine Fingernägel rauswachsen lassen. Mir gefällt auch schon eigentlich, welchen Prozess die jetzt eigentlich schon hinter sich haben. Denn nach Polygel, Full-Cover-Tipps und immer wieder mal verlängern oder Fiberglass. Also die haben ein bisschen gelitten, deswegen gönne ich denen jetzt so ein bisschen alles außer Verlängerung. So. Falls die Frage jetzt noch im Raum sein soll, ob man den Lack runterkratzen muss. Ja, müsst ihr. Verhält sich nochmal komplett anders im Vergleich zu dem Julie Fine Lack. Da hatte ich ja das vorletzte Video, glaube ich, online gestellt. Das ist sehr viel besser, einfacher dort gewesen, darf man ja so sagen. Jeder Lack hat seine Stärken und Schwächen, gehört auch dazu. Und ich würde jetzt aber auch nicht sagen, dass es unbedingt eine Schwäche von den M-Lack ist, weil
Vom Entfernen her sah das eigentlich fast identisch aus, so wie beim Neonail, den wir ja eigentlich alle lieben und wo auch viele von uns auch Erfahrungen mit haben. Dementsprechend ist das absolut gar kein Minuspunkt. Gönnt euch die 15 Minuten und wenn ich auch diese große, große Flasche einmal umgefüllt habe, kann ich auch so ein warmes Wasserbad machen. Und da haben wir auch festgestellt, dass es dann sich leichter entfernen lässt. Ne? Also da hatte ich jetzt nicht die richtige Schüssel oder den Eimer, um das irgendwie mal warm zu stellen. Aber das ist halt auch nochmal so ein Ding, das hätte ich eigentlich machen können. Ne? Fällt mir jetzt an. Super. Das finde ich noch gut am M-Lack. Ich finde den Look toll. Ich liebe diese Idee, diesen Twinny als Modellierlack zu haben. Also, wenn man richtig schön formen kann. Und dann auch noch diese Glitzerpartikel da drin plus Pastellfarben. In matt sieht das Ganze zum Verlieben aus. Ich bin ja sowieso, ne? Also mein Herz ist dran verloren gegangen. Habe ich, glaube ich, auch schon oft genug betont. Es ist eine tolle Idee. Innovativ bis zum geht nicht mehr. Und einfach nur wunder, wunder, wunderschön. Ich glaube, damit war es dann auch das erst einmal für dieses Video. Ich mache direkt weiter mit dem nächsten, wahrscheinlich im Anschluss, weil ich gerade natürlich sehr viel Zeit habe und das auch sehr gerne mache. Freue mich natürlich, wenn ihr euch auch über diese Videos freut. Und ihr könnt mich übrigens unterstützen, nur wenn ihr möchtet, ne? Fühlt euch nicht gezwungen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, wenn ihr mir einen lieben Kommentar schreibt, was ihr ja ohnehin macht, da freue ich mich auch immer sehr drüber. Und wenn ihr vielleicht auch meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, darüber freue ich mich natürlich auch. Und dementsprechend würde ich sagen, wir sehen uns schon bei dem nächsten Test wieder. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Und bleibt gesund.